Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoserie Meeting mit Teams. Heute haben wir die Folge PowerPoint Live oder heute wollen wir uns PowerPoint Live näher anschauen. In den vorangegangenen Folgen haben wir zum Thema Teams Grundlagen, also Teams Meetings Grundlagen und in der letzten Folge auch Live-Events uns näher angesehen. Und jetzt heute wollen wir uns PowerPoint Live näher anschauen. Mein Name ist Ralf Manjer, seit über 10 Jahren bei der Glückenkanja GAB. Im Bereich Microsoft Teams als Cloud-Architekt unterwegs und Fokus auf Architektur, Migration und Betrieb. Generell natürlich Unified Communications, Collaborations, Voice-Lösungen mit meinem Fokus. Und zu meiner Linken mein Kollege Thorsten Pickern. Hallo Thorsten. Hallo Ralf. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Thorsten Pickern mein Name. Ich bin Senior Consultant bei der Glückania GAB. Seit circa 10 Jahren im Microsoft UC-Umfeld unterwegs. Dort natürlich schon eine Menge gesehen. Schwerpunkt aber nach wie vor auf dem Bereich Enterprise Voice, Phone System, wie auch immer Sie es nennen wollen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal PowerPoint Live an, oder? Genau, PowerPoint Live. Was ist es und was es kann? Was meinen wir mit PowerPoint Live? Weil PowerPoint erstmal als Präsentations, sag mal, Software oder Anwendung, plus aber auch die Möglichkeit, jetzt schon in Teams ja auch einen Bildschirm zu teilen, auch eine PowerPoint zu teilen, ist ja auch erstmal nichts Neues. Hatten wir ja vorher schon. Keine Raketenwissenschaft, würde ich sagen. Genau, keine Raketenwissenschaft. Das heißt, was ist denn jetzt PowerPoint Live? Ja, PowerPoint Live ist auch eine Funktion, die relativ schnell Einzug gehalten hat, nachdem Microsoft Teams zur Verfügung gestellt hat. Nichtsdestotrotz gab es in den letzten Wochen, Monaten nochmals Verbesserungen in dem Bereich und aus unserer Sicht ist nach wie vor Microsoft Teams PowerPoint Live tatsächlich ein Hidden Champion an der Stelle. Was bietet die Funktion? Die Funktion ermöglicht uns eben PowerPoint Live oder PowerPoint-Präsentation, so ist es besser gesagt, aber nativ eben innerhalb des Teams-Clients. Das heißt, wir arbeiten eben nicht, wie du gerade schon sagtest, Ralf, mit PowerPoint als Desktop-Applikation, starten dort die Präsentation und nutzen dann wiederum Microsoft Teams mit der Desktop-Freigabe, um diese PowerPoint-Präsentation anzuzeigen, sondern wir laden tatsächlich die PowerPoint-Datei in unser Meeting hoch und teilen dort die Ansicht oder die PowerPoint-Slides eben mit unseren Teilnehmern in dem Meeting. Genau. Ich würde sagen, dass, wie du sagtest, es ging ja schon relativ früh. Tatsächlich, genau, man konnte ja schon immer PowerPoint-Präsentationen oder relativ früh PowerPoint-Präsentationen hochladen, um genau diese Vorteile zu erzielen, die du angesprochen hast. Unter anderem damit natürlich auch Bandbreite zu sparen. Klar, wir müssen nicht den ganzen Bildschirminhalt quasi immer als Stream übermitteln, sondern wir können natürlich auf den Cloud-Content, sage ich mal, zurückgreifen. Ja. Und dann sehen wir ja auch im Laufe der weiteren Vorstellung, dass halt eben PowerPoint Live mit weiteren Möglichkeiten ausgeschmückt wurde. Und das ist etwas, was dann Stück für Stück erweitert wurde. Genau, das war definitiv das, was lange gefehlt hat, warum viele Kundinnen und Kunden nach wie vor die Desktop-Freigabe im Rahmen Microsoft Teams genutzt haben, weil eben die Referentenansicht, das war glaube ich das Killer-Feature, einfach gefehlt haben, über die native Funktionalität von Teams PowerPoint-Präsentationen durchzuführen. Deswegen haben sich viele eben nach wie vor und auch heute noch nutzen eben die Desktop-Freigabe innerhalb von Teams für solche Zwecke und das müssen wir eben nicht mehr, weil Microsoft hier ordentlich nachgelegt hat und wir jetzt ein doch sehr umfängliches Funktionsset haben, wenn wir denn Microsoft PowerPoint Live nutzen für Teams. Ja, genau. Schauen wir uns die Funktionen mal im Detail an, also mit den Grundlagen und die Basis. Das heißt, wir haben PowerPoint Live erstmal über das Teilmenü zur Verfügung. Das heißt, auch da wie gewohnt, wenn wir jetzt unsere Inhalte freigeben wollen, kennen wir das, den bekannten Button dafür und klicken da drauf und können darüber halt dann auch entscheiden, dass wir jetzt halt eben eine PowerPoint Live als zum Teilen halt nutzen möchten. Genau. Und dann als weitere Funktion, wir haben es auch nochmal gehighlightet, wenn du nochmal einmal weiterklickst, Ralf. Mhm, klar. Wir haben hier unten eben die Möglichkeit, wirklich auch auf die Dateien zuzugreifen, die wir zum Schluss verwendet haben. Also ähnlich wie wir es aus den Office-Applikationen kennen, wo wir ja die zuletzt verwendet Option, Menüoption haben, haben wir das auch hier eben in Microsoft Teams. PowerPoint-Dateien, die wir eben zum Schluss häufiger verwendet haben, werden uns hier direkt vorgeschlagen und können wir dann, dadurch können wir eben schneller in den Präsentationsmodus einfach.
Ja, klar, jetzt kann man sich sogar vorstellen, wenn die dann im OneDrive liegen, das heißt, wir brauchen da noch niemals den Connect vom Client aus, das kann in der Cloud wahrscheinlich über irgendeinen Backend-Prozess realisiert werden. Bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist, aber von der Logik her, warum sollte man da die Client-Bandbreite konsumieren? Also der Gag an der Geschichte ist, wir sehen es ja auch hier, wir haben zwei Optionen, auf, dass wir entweder auf dem Computer suchen oder auf dem OneDrive. Genau. Wenn wir auf dem Computer suchen und eine lokale Datei nehmen, wird auch diese Datei ins OneDrive hochgeladen, dauert also länger, je nachdem, wie groß die PowerPoint ist. Wenn wir direkt aufs OneDrive zugreifen, ist natürlich die Präsentation auch wesentlich schneller verfügbar. Ja, ganz genau. Ja, und wir hatten es, hier sparen wir halt definitiv Bandbreite. Gerade wir gehen davon aus, heutzutage liegen die Dateien nicht mehr lokal auf dem Rechner, die liegen im OneDrive und dementsprechend sage ich jetzt aus, die Datei aus OneDrive möchte ich jetzt teilen und dann kann natürlich der Link direkt auf das OneDrive erfolgen. Ja. Genau. Dann haben wir im Prinzip weitere Funktionen. Wir haben es gesagt, die Datei wird zu Office 365 hochgeladen. Und die Teilnehmer nutzen PowerPoint Web quasi zur Darstellung. Ja, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber erklärt eigentlich ganz gut, wo diese Bandbreiten-Einsparung eben stattfindet. Das heißt, wir laden eben die Datei zu Office 365 hoch und unsere Teilnehmer nutzen, ohne dass sie es mitbekommen oder wissen, PowerPoint on the Web für die Darstellung dieser PowerPoint-Datei. Das ist ja eben die, ich will nicht sagen die neue Art und Weise, wie Microsoft uns Office-Apps an die Hand gibt. Die Funktion gibt es ja auch schon länger, aber genau diese nutzen wir, dass wir eben Word, Excel, PowerPoint als Web-Applikation nutzen können im Browser und genau das nutzen wir hier unter der Haube für die PowerPoint-Präsentation und dadurch übertragen wir auch wirklich nur noch Änderungen der Folie selber und nicht mehr den kompletten Bildschirm. Auch das spart eben immens an Bandbreite. Genau, und das passiert aber dann quasi inkludiert in der Anwendung. Absolut, Teams, ne? Genau. Vollkommen transparent für den Endanwender, der bekommt es gar nicht mit. Ja. Und diese Informationen bekommt man in der Regel auch nur in Technical Deep Dive Sessions zu Ignite oder sowas, was da im Backend eben passiert. Genau. Jetzt kann man sich auch vorstellen, dass da natürlich eine Anzeigequalität auch erhöht wird, weil in dem Moment, wo ich natürlich nativ so, also im Prinzip PowerPoint on the Web habe. Das heißt, wenn ich eine Animation oder ein Video laufen habe, dann muss ich nicht ein Bildschirm, wenn ich ein Bildschirm nur teile, dann kann das natürlich, ist zwar auch ein flüssiger Stream, aber der reicht nicht aus, um ein Media-File anzuzeigen. Oder auch so das ganze Darstellung von Übergänge, Animationen und so weiter. Das ist natürlich dann auf diese Art zu teilen viel, viel, viel näher an PowerPoint dran. Definitiv. Wo wir das auch live kennen, genau. Ja. Ja, und umgekehrt, vice versa, wir können im Prinzip auch aus PowerPoint heraus die Präsentation starten mit Teams. Genau, richtig. Ne, also wer kennt es nicht? Ich habe ein wichtiges Meeting, habe meine PowerPoint-Slides vorbereitet, vor einer Woche, vor zwei Tagen, wann auch immer. Nichtsdestotrotz ist man sich nochmal unsicher, geht nochmal kurz vorm Termin die PowerPoint-Slides durch, schaut, sind noch alle Daten aktuell, hat sich vielleicht nochmal eine Änderung ergeben, keine Ahnung. Das ist ja dann doch meistens eher so die Rubrik letzte-rille.de. Wenn wir eben dann sowieso schon in PowerPoint sind, um den Slides nochmal den letzten Schliff zu geben, gibt es eben seit kurzem auch einen Button innerhalb von PowerPoint, oben rechts in der Ecke, in Teams präsentieren. Und dann wird eben, Voraussetzung ist hier, dass wir schon ein Teams-Meeting am Laufen haben. Wenn das der Fall ist, dann wird die PowerPoint direkt rübergespielt in das Teams-Meeting und dort eben als PowerPoint-Präsentation angezeigt. Genau. Und dann natürlich auch wieder als PowerPoint on the Web. Ne? Natürlich. Genau. Also sehr cool, um auch hier wieder relativ schnell zum Zuge zu kommen. Genau. Schön verzahnt auf jeden Fall. Sehr gut, ja. Referentenansicht haben wir an der Stelle. Mhm. Genau. Hier haben wir mal ein Beispiel, einen Screenshot, wie das Ganze ausschaut. Man sieht eben ganz gut, dass wir, es ist ein schlechtes Beispiel, weil man sieht hier keine Notizen, aber das ist der Bereich, wo dann eben die Kommentare angezeigt werden, die ich mir unter Umständen beim Erstellen der Folien selber gemacht habe, damit ich einfach auch nochmal den roten Faden für meine PowerPoint-Präsentation habe. Das hat bisher gefehlt, aber dank der Referentenansicht in Teams können wir diese jetzt auch darstellen. Hinzu kommt das Band unten, wo wir auch sehen, welche Folien kommen als nächstes, damit wir uns ein bisschen darauf einstellen können und die Übergänge hinbekommen. Also eine sehr hilfreiche Funktion, wenn wir als Referent unterwegs sind innerhalb eines Teams-Meetings. Ganz genau, sehr cool. Ja, jetzt habe ich schon einen Schritt voraus, der Laserpointer und Stifte zum Hervorheben, weil ich wollte nämlich diesen Teil hier vorheben, da dachte ich, drücke ich nochmal. Da sehen wir jetzt im Prinzip nämlich genau auch eine Möglichkeit, eben den Laserpointer und die Stifte zu nutzen, um halt klar, so wie wir es auch aus Live-Präsentationen kennen, dass wir halt eben was markieren können und dann mit dem Laserpointer auf etwas drauf zeigen können. Das
unterstützt halt definitiv auch nochmal den Referenten. Definitiv. Ja. Ne? Also wenn du mal überlegst, wenn wir mit unseren Kunden darüber sprechen, wie sie eben eine klassische Telefonanlage ablösen können durch Microsoft Teams und wir dann in die schematischen Darstellungen gehen, welche Komponenten brauchen wir aus der Cloud-Lösung, welche Komponenten von der PBX können wir eben Richtung Teams bringen, da hilft es halt ungemein, wenn wir einen Laserpointer auch im Meeting haben, im Online-Meeting haben und dann nochmal die einzelnen Komponenten hervorzuheben. Ja. Ganz genau. Jetzt haben wir noch ein paar weitere Funktionen, und zwar, dass wir halt Fortsetzen der Präsentation oder auch klickbare Links. Ja. Machen wir erstmal Fortsetzen der Präsentation. Also beide Punkte aus meiner Sicht auch wieder Rubrik Hidden Champion bei PowerPoint-Präsentation. Das heißt, was mich geärgert hat, also nicht geärgert hat, aber was mich auch nicht nervt, also egal. Was hier und da einfach stört, ist das Thema, wenn ich PowerPoint live nutze und dann doch eine Demo habe, wie wir es jetzt gleich machen werden, habe ich ja die Situation, dass ich eben aus PowerPoint live rausgehe, um dann doch wieder meinen Desktop zu sharen, um zu zeigen, was ich eben in der Demo vorbereitet habe. Und dann gehe ich wieder zurück zu PowerPoint live. Da hat PowerPoint live leider die Eigenschaft, dass er immer bei der, ich muss die Folien wieder neu hochladen, immer bei der ersten Folie startet. Was mich immer davon abgehalten hat, zu sagen, ich nutze PowerPoint live, weil ich muss ja zwischendurch sowieso in die Desktop-Freigabe wechseln. Glücklicherweise ist es aber so, dass Microsoft eine Funktion jetzt hinzugefügt hat. Das heißt, wenn es die gleiche PowerPoint-Slide ist, die wir vorher auch schon hatten, bekomme ich eine Einblendung, sehen wir gleich auch in der Demo. Und da kann ich anklicken, fortsetzen und dann startet die PowerPoint-Slide an der letzten Folie, wo ich quasi aus dem Präsentationsmodus rausgegangen bin, um die Desktop-Freigabe zu machen. Komme also wieder schneller an die Folie, wo ich vorher gewesen bin. Ja, ist auch wichtig, finde ich. Würde mich tatsächlich auch dann nerven, wenn es nicht so wäre. Ja. Ja. Und klickbare Links für Teilnehmer ist auch cool, weil wir kennen das. Ein cooler Link, auf dem verwiesen wird und man denkt sich, boah, den würde ich mir gerne mal angucken. Muss ich unbedingt dann denken, wenn ich dann die Präsentation zugeschickt bekomme. Wenn ich Pech habe, ist er sogar dann noch nicht klickbar. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit tatsächlich aus, während des Meetings, während die Präsentation geshared wird, kann ich den Link als Teilnehmer anklicken und lande auf der Webseite. Als Teilnehmer, das finde ich echt cool, ja. Mega. Ja, definitiv. Ja, was haben wir noch? Die Live-Übersetzung der Folien in verschiedenen Sprachen. Wir hatten es ja vorhin auch schon, Transkription und Übersetzung der Sprachen. Das wird jetzt hier im Prinzip auch genutzt, diese Technologie dahinter. Das heißt, ich kann mir eine Folie halt als Teilnehmer in andere Sprachen übersetzen lassen. Beliebig. Ja. Das ist der Gag an der Geschichte. Und das Schöne ist, die Präsentation als solche mit all ihren Grafiken und was der Referent dort alles vorbereitet hat, bleibt vollständig erhalten im Layout. Es ändert sich wirklich nur der Text in die entsprechende Sprache, die ich auswählen kann. Und hier stehen mittlerweile sehr viele Sprachen auch zur Verfügung. Das heißt, habe ich eben Slides, die jetzt mal auf Englisch erstellt worden sind, aber ich habe eben nur einen deutschen Teilnehmerkreis oder wenige deutsche Teilnehmer, wenige Franzosen, Spanier, was auch immer, können die sich eben über diese Funktion, und das ist wichtig, es funktioniert nur mit PowerPoint live, ich will es nochmal betonen, mit einer Desktop-Freigabe wird es eben nicht funktionieren, können Sie sich eben in die jeweilige Sprache übersetzen. Ja, super, ja, finde ich auch wichtig an der Stelle nochmal, klar, da merkt man die Möglichkeiten, die halt das Live hier mitbringt halt. Ne? Genau. Genauso wie halt jetzt die Unterstützung halt, dass wir halt ein High-Contrast-View machen können, wenn halt irgendwie, sag mal, jemand mit einer Sehbehinderung oder so halt eben eine bessere Darstellung benötigt. Also, das ist auch nochmal so als Punkt zu nennen, genauso wie halt auch Vorschau der Teilnehmer deaktivieren. Wir wollen halt, dass derjenige sich auf die Präsentation konzentriert und dann sagen wir einfach, wir verhindern jetzt, dass die Vorschau, dass man halt selbst nur als Referent entsprechend das steuert. Richtig. Ja, soweit zu den Funktionen. Sehr große Vielfalt. Gucken wir nochmal ein bisschen auf die Technik dahinter. Ja, klar, wir hatten das Thema mit der Bandbreite schon genannt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, gar keine Frage. Klar, wir hatten es schon gesagt, wie es funktioniert, dadurch, dass natürlich einfach der ganze Inhalt nicht von dem Client kommt, sondern eben halt aus dem Backend heraus als Cloud, aus den Cloud-Services, würde ich sagen, haben wir da natürlich keine Bandbreite, die halt die PowerPoint selbst belegt. Ne? So als gerade so ein aktive Sharing-Session ist dann auch nicht zu unterschätzen, je nachdem, welche Auflösung ich da reingebe und so weiter. Genau. Also das ist eben der entscheidende Part, je nachdem, wenn ich jetzt gerade eben unterwegs bin, und das kommt ja in Deutschland leider Gottes nicht zu selten vor, dass ich eben doch nicht mit einer guten Internetanbindung unterwegs bin, bin gerade irgendwo mobil, sitze irgendwo in einem Café oder sowas, bin auf der Durchreise, habe eben nicht die dicke Internetanbindung, wie es zu Hause der Fall ist, dann hilft mir diese Technologie zum einen als Presenter, weil ich eben meine Folien trotzdem wunderbar präsentieren kann, aber genauso, wenn wir eben von der anderen Seite draufschauen als Teilnehmer,
Teilnehmer, wenn ich eben gerade nicht so eine, wenn ich sehr schmalbandig unterwegs bin, kann ich trotzdem immer noch die Folien im vollen Umfang mir anschauen. Ja. Genau, soweit, also so zu der technischen Seite. Gucken wir uns das Ganze tatsächlich auch mal als Demo an. Das ist dann natürlich ja, auch nochmal aussagekräftiger, um das Ganze sehr zu unterstreichen. Gerne. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Du hast was vorbereitet, sehr gut, ja. Sehr schön. Ja, ich habe hier eben in unserem LabTenant schon ein Meeting gestartet. Ich habe es Demo PowerPoint Live genannt, weil wir genau diese Komponenten mal zeigen wollen. Und wenn ich jetzt hier auf den Share-Button gehe, um einen Inhalt freizugeben, kann ich hier eben auf den Link OneDrive gehen. Dann habe ich eben schon direkt den Zugriff auf mein OneDrive, kann mir dann hier eine PowerPoint-Slide heraussuchen und diese teilen. Man sieht jetzt hier, dass sie eben von PowerPoint Live vorbereitet wird. Und genau das ist eben das, was wir haben wollen. Wir können dann hier in den einzelnen Folien vorwärts springen, rückwärts springen. Das sehen die Teilnehmer entsprechend. Und habe hier auf der Seite eben meine Notizen. Habe ich also irgendwelche Kommentare ergänzt, ist das an der Stelle sichtbar. Ich kann auch hier unten nochmal die Schriftgröße verändern, je nachdem, mit was für einem Bildschirm ich arbeite, damit es gut lesbar ist. Dann hatten wir eben auch gesagt, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem Laserpointer zu arbeiten. Das funktioniert auch wunderbar, sodass ich eben bestimmte Sachen entsprechend markern und hervorheben kann. Natürlich kann ich auch Sachen markieren und dadurch nochmal hervorheben. Also ich kann die Präsentation eben sehr interaktiv gestalten und habe hier ein gutes Erlebnis bei der ganzen Geschichte. Dann hatten wir in unserem Grundlagenvideo, glaube ich, auch die Funktion hervorgehoben mit dem Moderationsmodus von PowerPoint. Dafür muss ich natürlich die Kamera starten, damit ich ein Videobild habe. Das mache ich jetzt mal. Und dann wird hier oben dieses Icon aktiv, Inhalt im Hintergrund. Wenn ich das aktiviere, dann sieht man, dass jetzt eben mein Videobild freigestellt wird und vor die PowerPoint-Präsentation geschoben wird. Und auch dadurch erreiche ich einfach nochmal eine bessere Interaktivität, eine bessere Kommunikation innerhalb eines Online-Meetings, weil ich einfach mehr im Fokus als Referent stehe und entsprechend für die Teilnehmer sichtbar bin. Möchte ich ganz gerne verhindern, dass eben meine Teilnehmer innerhalb des Meetings sich die Folien alle schon mal im Vorfeld anschauen. Dann habe ich hier oben die Möglichkeit, diese Voransicht zu sperren. Dazu klicke ich hier drauf. Damit kann ich jetzt zwar nach wie vor noch sehen, was denn passiert, aber die Teilnehmer innerhalb des Meetings sind eben nicht in der Lage, hier die Folien vor- oder zurückzuspringen, sondern haben eben dann, wie du schon richtig sagtest, den Fokus auf der aktuellen Slide. Dann last but not least einmal auch die Übersetzungsfunktion, weil auch die finde ich unheimlich spannend. Aktuell ist das Englisch dargestellt. Ah, guck mal, da haben wir es. Wenn wir das auf Espanol umstellen, dauert es einen Augenblick und schwuppdiwupp sind unsere Folien wirklich auf Spanisch. Nicht, dass ich jetzt verstehen würde, was dort steht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Übersetzungsengine von Microsoft so gut ist. Aber auch hier als Beispiel, man sieht eben, dass die Grafiken im Original erhalten bleiben und nur die Texte entsprechend ausgetauscht werden. Und das ziemlich fließend sogar. Ja, sehr cool. Finde ich auch ziemlich gut gelöst, ja. Genau, da unten sieht man noch die Reihe mit den Laserpointer und so weiter. Genau. Um diese Stifte oder Markierungen, was wir auch vorhin gezeigt hatten. Ja, ich glaube, das lässt sich echt auch von dem User einfach bedienen. Das ist nichts Kompliziertes, aber bringt unheimlich viele Vorteile. Definitiv, ja. Definitiv. Genau, ja, cool. Das war die Demo. Kommen wir zurück zur Präsentation. Genau, schauen wir mal, haben wir noch ein paar Dinge, die wir mit auf den Weg geben wollen. Also quasi, was gibt es zu beachten? Ja, wir haben definitiv immer die Empfehlung, weil wir wissen ja, also es ist ja das, dieses PowerPoint on the Web und das wird dann ja nochmal von anderen Services auch heraus auch dargestellt. Da sollte man immer gucken, dass man sich die Präsentation einmal auch anschaut, ob das alles so passt von den Schriften, von den Schriftgrößen, von den Farben. Aber auch wenn man jetzt Mediainhalte drin hat, laufen die flüssig, es klappt der Ton, es gibt schon einiges. Und da muss man auch sagen, ich weiß gar nicht, wo wir da aktuell stehen. Man hat natürlich auch ein bisschen seine Templates darauf angepasst, aber es gab in der Anfangszeit da schon Überraschungen, dass man sagt, oh, da wird irgendein Zeilenumbruch falsch gemacht oder eine Schriftart falsch dargestellt. Das ist dann ärgerlich, gerade wenn man sich viel Mühe mit der Präsentation gegeben hat. Ne? Definitiv. Genau, ja. Also da hat Microsoft auch in den letzten Wochen offen kommuniziert, dass es da einfach Probleme gab, gerade in den Anfangszeiten.
Aber hier wurde eben nachgebessert, was Zug um Zug jetzt auf die einzelnen Tenants ausgerollt werden soll. Und von daher würde ich der neuen Funktion auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, auch wenn vielleicht am Anfang die Erfahrungen jetzt nicht ganz so gut gewesen sind. Wobei im Grunde hat es ganz gut funktioniert. Es waren halt wirklich Besonderheiten, dass dann Farben eben nicht gepasst haben. Und was wir hier auch nochmal explizit erwähnen wollen, wenn Sie eben mit der Funktion der Freistellung arbeiten, dass der Referent vor dem PowerPoint dargestellt wird, dann sollten Sie eben innerhalb Ihrer Slides auch den Platz einplanen, nicht dass dann wichtige Wörter. Ach, da hatten wir sogar einen extra Punkt für. Ja. Sorry. Genau, nee, ja gut, passt ja. Ja. Genau. Genau darum geht es, wenn jetzt dort auf der Slide eben eine wichtige Grafik wäre, Tortendiagramm oder, und durch das Freistellen und vors Bild stellen, das überdeckt wird durch mein eigenes Videobild, wäre das eher kontraproduktiv. Absolut, ja. Ja, haben wir noch einen Punkt. Erneute Präsentation führt zu Hinweis. Also klar, wenn ich jetzt eine Datei schon mal hochgeladen habe, dann liegt die ja schon im OneDrive und wenn ich das nochmal versuche, das merkt er natürlich. Ne? Ja, also das ist halt ein wenig irritierend. Deswegen hier explizit auch nochmal der Hinweis, wenn Sie eben PowerPoint live genutzt haben und wir sind dann in dem Szenario, dass Sie eine Desktop-Freigabe machen, um was von Ihrem Desktop zu teilen oder zu sharen, zu zeigen und Sie springen dann wieder in PowerPoint live und laden diese Datei, die PowerPoint-Datei nochmals hoch, kommt genau diese Fehlermeldung. Hier bitte einfach nicht irritieren lassen. Da geht es eben darum, dass wirklich im Office 365 diese Datei zu Ihrem Meeting ja quasi im Meeting Space sozusagen schon vorhanden ist. Und deswegen kommt eben diese Frage, ob die Datei dann ersetzt werden soll oder nicht. Leider ist hier, muss man zugeben, Teams noch nicht so weit wie Skype for Business, weil Skype for Business hat sich das ja quasi gemerkt oder hat ja diesen Content dann gezeigt, der innerhalb des Meetings, des Meetingraums hochgeladen wurde und dann konnte ich da einfach draufklicken, da war die PowerPoint wieder da. Soweit ist Teams hier an der Stelle dann leider doch noch nicht. Und insofern diese Fehlermeldung nicht irritieren lassen. Genau, ja. Ja gut, das sind immer so Sachen, wenn man das mal dann erlebt hat, dann weiß man damit umzugehen. Aber klar, darauf hinzuweisen ist schon sinnvoll. Ja, das war es im Prinzip auch schon wieder zum Thema PowerPoint Live. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Teilnehmen und Folgen geht weiter. In der nächsten Folge schauen wir uns die Breakout-Rooms an. Spannendes Thema auch wieder. Super, danke. Ciao. Ciao.